nichts unter den Linden, Leute. Mein Platz. So, wo sind wir hier? In Hohenstetten. 758 Meter über Null. Das sagt meine Uhr. 758 Meter. Sehr gut. Die Uhr scheint zu stimmen. Es geht los, schreien die Kinder. Wir starten jetzt mal. Ja, also ich darf Sie ganz herzlich im Namen vom Schwäbischen Albverein hier begrüßen. Ich freue mich, dass doch einige interessierte, manchmal auch bekannte Gesichter dabei sind und dass wir heute zum Fest der Blumen zusammenkommen und gleich gemeinsam darüber auf die Wiese dort hinten beim Auto gehen, auf den kleinen Bühl und mal schauen und das ein oder andere Tier unter die Lupe nehmen. Genau. Ja, der Schwäbische Albverein hat über 63 Hektar Flächen aufgekauft zu Naturschutzzwecken. Das heißt, wir haben verschiedene Streuobstwiesen, wir haben Blumenwiesen, wir haben auch Waldgrundstücke. Und vielleicht kennt ja auch der ein oder andere von Ihnen das Schopflocher Moor bei Lenningen. Das ist auch in Grundbesitz vom Schwäbischen Albverein. Und genau, das ist einfach zum Schutz von Flora und Fauna, dass man eben die Natur erhält, hat der Schwäbische Albverein diese Flächen erworben. Und genau, eine davon wollen wir uns heute unter die Lupe nehmen. Und das ist eben diese Blumenwiese hier. Wollen schauen, was macht eine Blumenwiese aus im Vergleich jetzt zu gepflanzten oder ausgesäten Blumenmischungen und so weiter, die man ja immer häufiger sieht. Genau. Das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Die Kinder dürfen gleich noch mal zu mir ans Auto kommen. Da bekommt jedes Kind von mir eine Becherlupe. Die haben wir gesponsert bekommen und die darf auch jedes Kind dann hinterher mit nach Hause nehmen. Genau, und zum Organisatorischen, also wir gehen jetzt zusammen zur Blumenwiese rüber. Wir können auch eine kleine Runde um die Blumenwiese drehen, dass man einfach sieht an verschiedenen Ecken. Wir sind von der Seite mit dem Auto gekommen. Ich habe auch schon gesehen, da blühen auch Margaretten auf der einen oder in dem einen Eck schon vorne, dass wir einfach mal gucken, wie so eine Blumenwiese aussieht. Und die Blumenwiese ist jetzt heute auch dafür da, dass wir reingehen in die Blumenwiese. Sonst kann man das Ganze gerne vom Weg betrachten und es ist nicht erwünscht, dass man in die Blumenwiese reingeht und alles zertrampelt und platt macht. Aber heute ist das erwünscht, dass man auch in die Blumenwiese reingeht und genau, das Ganze sich einfach mal von nahem mittendrin anschaut. Dann möchte ich noch unseren Referenten vorstellen, den Umweltpädagoge und Diplombiologe Thomas Klingseis. Der wird uns ein bisschen drüben auf der Blumenwiese die ja, Tierchen und was da kreucht und fleucht erklären. Die Kinder können sammeln, mit Fragen auf ihn zukommen und genau, das wird er auf der Blumenwiese übernehmen. Danke, gut. Jedes Kind hat so schöne Becherlupe erhalten. Also da kann man sagen, jetzt wirklich Tierchen reintun. Und ja, da steht ja echt der Bayer rum. Was macht nur der da auf der Schwäbischen Alb? Wer soll das schon sein? Wer ist er denn schon wieder? Der Pit, da ist mein YouTube-Kanal. Pit am E-Drahtesel. Da sind so Fahrradtouren drin und Wanderungen und solche Sachen. Ja, schon ist auch einer drin mit einer Wanderung, wo wir da auch mit dem Albverein gewandert sind. Mhm. Kann man mal reinschauen. Und da haben wir auch was für meine Hundeliebhaber. Der Königskatze, guck an. Gell? Schon was. Wo ist der Königskerze? Ach, da drüben. Drüben ist der Königskerze. So. Die Leute kennen sich halt aus. Wie es aussieht, ist es eine kleine oder die schwarze oder wie es heißt. Noch ein paar Worte zu mir, zur Blumenwiese allgemein und dann legen wir los. Also die Hauptsache wird sein, dass wir die Blumenwiese erforschen. Das ist ja toll, die ist kurz vor der Maat. Normalerweise darf man natürlich nicht durch solche Wiesen durchlaufen, vor allem wenn es der Bauer noch nutzen will. Das findet hier eingeschränkt statt, also das heißt, das was wir vertrampeln, ist halt dann weniger wert. Aber die Blumenwiese ist jetzt so kurz vor ihrem Höhepunkt
Eigentlich kann man noch ein paar Tage warten, glaube ich. Man sollte euch kurz nach dem Höhepunkt mähen am besten. Also wenn die Samenreife sozusagen abgeschlossen ist, dann ist eigentlich der beste Mahlzeitpunkt, um die Vielfalt zu erhalten. Ich könnte jetzt viel erzählen über Biodiversität und Artenvielfalt und so weiter. Ich versuche mich kurz zu machen, kürzer zu machen. Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Thomas Klingsalz aus Tübingen, habe Biologie studiert, Diplom-Biologie studiert, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht mit dem Thema Bioscouting. Also das ist Neudeutsch, Denglisch für Naturkunde erleben, Naturkunde machen. Bei Naturkunde denkt man meistens an ausgestopfte Tiere mit lateinischen Namen und genadelte Insekten. Und ich möchte aber, ich kenne das auch alles, ich habe auch im Naturkundemuseum Reutlingen ein Volontariat gemacht. Dort gibt es auch immer wieder schöne Ausstellungen, da mache ich auch regelmäßig Führungen. Zurzeit eine ganz tolle, also wenn das Wetter mal nicht so toll ist, eine ganz tolle Fotoausstellung von der Sandra Bartocha, die Magie der heimischen Natur eingefangen hat. Jetzt nicht die schwäbische Natur, sondern die Natur von Mecklenburg-Vorpommern. Aber das ist so ähnlich, wenn man jetzt mal von den Meereserfahrungen absieht, die damit eine Rolle spielen, dass wir also auch dafür für die Anschauung unserer Natur, unserer Magie, da viele Anregungen bekommen können. Hauptsächlich verdiene ich mein Geld mit dem Thema Windkraft und Vögel. Also wenn irgendwo ein Windkraft gebaut wird, dann erstelle ich dort ornithologische Gutachten. Nebenher, inzwischen nur noch nebenher, bin ich Umwelt- und Naturpädagoge. Ich habe mich mit dem Thema Waldkindergarten beschäftigt. Bin der Vorstandsvorsitzende immer noch vom Waldkindergarten Tübingen-Eichhörnchen e.V. Inzwischen ist die dritte Generation im Heranwachsen. Drei Enkelbuben, nach drei Töchtern jetzt drei Enkelbuben. Von zwei Töchtern allerdings nur, die dritte, die ist noch auf Suche. Und da kann ich das auch nochmal tot nacherleben, wie die Kinder da auch mit So alt schauen sie ja noch gar nicht aus, das gibt es ja gar nicht. Danke. Gut gehalten, gell? Aber ich bin Opa. Ja, kann man nicht glauben. Ja, zwei können es auch schon sagen. Sehr schön. Der dritte kann es noch nicht, der ist jetzt erst 7 Monate alt. Genau. Ja, Thema Biodiversität, vielleicht 2-3 Bemerkungen. Biodiversität ist auch auf der roten Liste, sage ich mal. Also es gehört zu den großen Themen, die die Menschheit wahrscheinlich noch ordentlich beschäftigen werden muss. Vielleicht noch zum Begriff Biodiversität. Es ist nicht nur die Artenvielfalt, also einfach die Vielfalt der Arten zählen. Ich möchte ein ganz einfaches Ding mal Ihnen sozusagen mitgeben, was so der erste Schritt ist, Artenvielfalt. Also wenn man einen Quadratmeter einfach mal zählt, die Pflanzen ist manchmal vorkommen, also ein Quadratmeter. Das ist schon mal so das Einfachste, was ich mache. Wir fangen mal hier an mit Asphalt an hier. Da ist nämlich dann fast nichts. Ein bisschen was ist, manchmal läuft ein Käfer durch, manchmal kommen kleine Pflänzchen da durch. Und wenn wir das auf den Maisacker legen, da ist dann vielleicht eine Art, der Mais. Also das wäre jetzt der Quadratmeter. Und da mal zu zählen, die verschiedenen Arten, die wir hier finden. Jetzt nehmen wir mal die mikroskopischen Arten weg. Also da kommt noch nicht viel, glaube ich, hier auf dem Asphalt. Ich sehe auch nichts krabbeln, ich sehe auch nichts wachsen. Also sind wir nahe bei Null. Man hat zwar so ein paar Reste hier. Wenn wir jetzt mal hier ins Gras gehen, das ist ja schon Blumenwiese eigentlich. Dann kann man hier schon ein paar mehr Arten zählen. Was zählt ihr? Verschiedene Gräser, die sind jetzt hier abgemäht. Hier wächst was. 2, 3, ich nenne es jetzt nicht alle, 4. Klee. Ja, Klee zum Beispiel sieht man. Genau. Vielleicht sind es 10 Arten, wenn wir nachher genau gucken. Moose hat es auch noch ein paar dazwischen, die dazwischen dem Gras gewachsen sind. Moment, nochmal an erster Stelle Habitatverlust. Habitatverlust, Hippo. Ist die englische Bezeichnung, da muss ich aber nachgucken, was es jetzt im Einzelnen heißt, aber an erster Stelle ist der Habitatverlust, also qualitativ, dass die Wiesen zu oft gemäht werden und quantitativ, dass sie verschwinden. Wir haben immer noch einen Zuwachs an Intensivgrünland gegenüber dem extensiv genutzten Grünland. An zweiter Stelle, aber ich gucke lieber nach, wenn das jetzt doch hier ein bisschen Theorieblock gibt, genau, dass ich das Hippo, ist es Englisch, kommt also aus dem Bereich, zum internationalen Bereich, deswegen Englisch. Das zweite, Moment mal, wo ist es jetzt? Brauchen Sie jetzt nicht filmen. Ja.
Ich habe ein Schnittprogramm. Das ist der zweite Faktor, dass also Lebensräume ausgebeutet werden. Dass man holt raus, was geht. Das ist vor allem auch in den marinen Biotopen das Problem. Drittes Problem ist die Verschmutzung. Dadurch, dass Gifte in die Landschaft gebracht werden. Und dann haben wir das vierte Problem, das sind die invasiven Arten. Arten, die sich mit einer extremen Dynamik ausbreiten können, weil ihnen die Konkurrenz fehlt, die aus anderen Lebensräumen eingeschleppt worden sind. Das haben wir, glaube ich, in den Blumenwiesen jetzt selber noch nicht so das Problem, aber wenn Sie die kanadische Goldrute nehmen oder das drüsige Springkraut, es gibt diese Traubenkirsche, gibt es ein paar invasive Arten, die massive Probleme machen, die dann auch heimische Arten verdrängen oder eben dann auch die qualitative Zusammensetzung der Biotope verletzen. Und der fünfte Faktor ist dann der Klimawandel. Dadurch, dass sich das Klima ändert, gibt es auch eine wahnsinnige Verschiebung, die erstmal mit dem Niedergang der Biodiversität zusammenhängt. Und der dritte Faktor der Biodiversität, das ist die genetische Vielfalt, also Artenvielfalt, Vielfalt der Lebensräume. Es gibt auch ausgesprochen artenarme Lebensräume, die hier erhalten werden sollen. Nehmen Sie nur die Arktis, die Hochgebirgsbereiche. Nehmen Sie bei uns, wäre das der Buchenwald, der Buchen. Das ist ein relativ armen Arter Buchenwald, der sich bei uns jetzt entwickeln würde, wenn wir gar nichts mehr machen. Solche Buchenwälder werden erhalten. In Hessen gibt es ein riesiges Naturschutzgebiet, was praktisch nur aus geschlossenen Buchenwald besteht. Aber auch diese Vielfalt soll erhalten werden. Und die dritte Vielfalt ist dann die genetische Vielfalt. Also es gibt zum Beispiel 8 Braunbärarten. Man will nicht nur den Braunbär selber erhalten, sondern alle 8 Unterarten. Von diesen 8 Unterarten sind 3 Unterarten schon ausgestorben, also sehr wahrscheinlich unwiederbringlich ausgestorben. Es ist eine Illusion zu meinen, dass man Arten, die ausgestorben sind, durch irgendwelche Tricks wieder herholen kann. Das wird an meiner Sicht nicht gewinnen, weil wir da vergessen, es ist nicht nur die genetische Artenvielfalt, sondern eben auch die Umweltvielfalt. Und hier mit diesen Blumenwiesen haben wir jetzt ein wunderschönes Konzept sozusagen entwickelt. Ich bin ein Vertreter Natur zum Anfassen. Das heißt, ihr dürft jagen, ihr dürft die Tiere einfangen. Das tut den Tieren nicht immer gut. Wir versuchen das, was sozusagen übrig bleibt, werden wir der Natur wieder zurückgeben. Und wenn der Bauer da kommt und mäht, das ist eigentlich viel schlimmer, was der macht. Aber wenn wir das regelmäßig machen, dann können die Arten überleben, können flüchten und finden dann wieder Lebensräume. Also wir müssen ja sagen, dass es die landwirtschaftliche Nutzung war, in Mitteleuropa für die Artenvielfalt erst gesorgt hat. Denn sonst hätten wir weitgehend mehr oder weniger langweilige geschlossene Buchenwälder bei uns. Natürlich mit Hirschen und Luchsen und Wölfen und so, ohne Mensch. Aber der Mensch hat hier erst für einen Wahnsinnsvielfalt gesorgt. Die war etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, war die etwa am höchsten bei uns. Seither geht sie erst langsam und jetzt sehr schnell zurück. Also über den normalen Evolutionsfaktor 10.000 Mal schneller ist dieser Artenumsatz oder dieser Artenverlust, als es in evolutionären Zeiten wäre. Es ist immer schwer, das zu berechnen. Da gibt es natürlich auch noch viele Ungenauigkeiten, viele Gläschen. Die sind jetzt relativ dicht. Schauen wir mal, was habe ich mitgebracht. Genau. Plastiktüten, wenn man mal was Ekliges anfassen will. Der ganze Caddy voll. Kot. Eine Schnecke. Tote Tiere, vielleicht eine Schnecke. Ja, eine Schnecke. Für die Schnecke wäre das jetzt nicht so gut. So eine Plastiktüte. Ach so, eine Plastiktüte. Ja, aber zum Aufnehmen und dann rein. Ja, genau. Und hier auch nochmal verschiedene. Und dann habe ich noch ein paar Terrarien dabei. Also das schön mal dann, wenn es soweit ist. Ich habe auch noch ein Bino dabei, das bauen wir jetzt so auf, während ihr schon mal auf Jagd geht, jetzt dann demnächst, bauen wir hier irgendwo so eine Bino-Station auf, sodass man sich die Tiere auch groß angucken. Gut. Ja, wir finden inzwischen eine, wer sich für Botanik interessiert, Flora Incognita, ist eigentlich die App kostenlos, die also mit 90%iger Sicherheit inzwischen da fast alles bedecken kann. Ja, da geht schon was. Kleiner Elefant, was hat er gesehen? Ich habe Blümchen gesehen. Oh. Die werden kaputt, die Blümchen.
eben. Aber gut, das ist schon der gemeine Klapperkopf. Wo der drauf liegt. Klapperkopf heißt das? Klappertopf? Ja. Ehrlich, cool. Den Mohn, den kenne ich schon, also den Klee, den kenne ich, die Kleeblüte. Kenn sogar ich. Klappermohn kenne ich nicht. Schafgarbe, ne? Diese Boxgarbe. Schafgarbe, was ist das? Das ist das. Okay. Das ist das, was manche mit dem Ding, mit dem Holunder verwechseln und das ist giftig, gell? Natürlich mit so einer Kamera, mit so einer Actionkamera überhaupt nicht einfangen. Das ist schon mit dem Handy oft schwer, das so zu erwischen. Aber wie die Thermik ausnutzen. Dass man nicht alles sieht. Schatten. Bin ich 3 cm dran, Leute, so weit ist das Ding. Was eine? Wunderbare Wiesenglockenblume. Freunde, schaut mal, da muss ich auch ganz nah ran. So klein ist das. Herrlich, 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 herrlich. YouTube-Film. Wahnsinn. Super. Dankeschön, gell? Bitte, bitte. Das ist echt ein Botaniker, der kennt sich aus. Ist doch herrlich, oder Leute? Ist doch herrlich. Das ist die, die ich auch so liebe, Leute. Die liebe ich auch. Hat aber der Wind zugemacht. Die Mohnblume. Hat schon von dem Blauen her. Das sind dann die Erdbrands. Vergiss mein nicht, Leute. Und dann gibt es noch blaue, dunklere. Die heißen Ehrenpreis. Es ist immer gut, wenn man einen Botaniker daneben hat. Gell? Hobby. Botanik-Spezialist. Und Radfahren ist ja auch wunderbar. Ist ja klar. Sind zwar an der Straße, aber egal. Auf jeden Fall ist das die schönste Landschaft der Erde. Ich sag's euch bloß. Wir müssen auch tatsächlich nochmal einen Akku holen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mit Getier drin, Leute, mit Getier. Spinne, eine Spinne. Line. Ja, aber ja, gerade von der Hoch, die gell? Ohne Hand. Ja, aber gefangen. Die ist dicht. Ja, ja, die haben wir ohne Hand gefangen. Ah, das sind die, ja, da ist auch noch mal so ein grüner Gras. Also so das sind wir ganz Arme. Viele drin. So, da geht es aber auch nicht gut. Ja, die Käfer, die schwärmen gerade. Mhm. Jetzt paaren sie sich auch, guck, oder versuchen es zumindest. Und das heißt, schwärmen heißt, dass die... Oh, muss. Ein Elateride. Oh, ja. Jetzt fliegt er. Fliegt er. Jetzt schnell, dass ich nicht weg. Jetzt kommt's, jetzt wird's beinahe kommen.
Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Durchlass. Hinten am Ende ist besonders klein. Zu wenig Flasche. Ja. Das könnte vielleicht besser. Laut, das ist ja Wahnsinn, super. Der Opa, der beherrscht es, gell? Super, also super. Super im Stingeln in der Länge. So, muss ich mal meinen Strohhut holen und einen neuen Akku holen. Fantastisch. Ich hoffe, die Tonqualität war gut diesmal. Windpuschel habe ich nicht gefunden, aber es ist in Ordnung mit dem Wind. Stacheleck. Gibt es ein gutes Hefeweizen, Schatz? Da muss ich jetzt dann hin. Ach, da müssen wir laufen. So, so. Mein Spieß habe ich schon. Da müssen wir entlang laufen. Ne? Da müssen wir entlang laufen. Okay. So, Leute, jetzt gehen wir ins Tipi-Zelt rein. Yes. Schaut mal, wunderbar, oder? Ja, wenn es regnet, dann passt es. Leute, schaut mal rein. Alles da, Feuerholz, alles da. Klasse. Heute Abend soll ein Gewitter kommen. Ich muss euch die Mohnblumen nachher zeigen. Hier ist ein wunderbares Dingfeld, schaut mal. Herrlich, herrlich, herrlich. Ist das nicht schön? Da haben wir jetzt Glück gehabt. Schaut mal, Leute. Ich hoffe, dass die Tonaufnahme jetzt funktioniert. So schaut es da innen drin aus. Ist doch herrlich, oder? Rasen gemäht, genau. Da hätte ich mal gar kein Steckerl machen brauchen, wenn das so luxuriös da ist. So, jetzt gibt es eine rote Wurst, Leute. Jetzt wird es voll am Grill, Leute, es wird voll am Grill. Läuft, ist er schon fertig, das ist ja so schnell gegangen. Oh, das ist aber, das ist schon schwarz. Ja. Ist das vielleicht ein bisschen höher hängen? Nein, das kann auch wieder. Ach so, der wollte es auf eine Minute fertig haben. Da ist das Feuerholz drin. Da ist das Feuerholz drin, schaut's mal. Ist immer aufgefüllt, sagen sie die Leute. Hier sind die Getränke. Alles, was unser Herz begehrt. Und Haribo gibt's auch. Rund um die Feuerstelle wachsen auch schöne Blumen.
Ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber sie sind jedenfalls wunderschön, diese Blumen. Ich hoffe, dass jetzt die Tonstrecke geht. Hab sie bloß nicht eingeschalten gehabt. Also jetzt gibt es eine schöne rote Wurst. Ja. Das ist hier auf der Bank, dass alles, was so lose auf der Bank liegt, darf man so mitnehmen, kostenlos. Dankeschön. Eine Türe noch. Ja. So, tschüss allerzeit, war schön mit euch. Gell? Danke. Dank. Ich musste nicht alleine sein, das ist für mich immer das Allerwichtigste. Gell? Tschüss, danke. Und schon rumort es da hinten in der Ecke. Leute. Wird gleich was runterkommen und ich habe meine Dachluke offen im Wohnwagen. Also, danke fürs Reinschauen, Leute. Macht es gut, bis zum nächsten Filmchen. Ja, die Farbe haben wir gar nicht so gern, gell? Diese Farbe haben wir nicht so gern. Da steht er ja, der Wohnwagen. Hinten kommt auch schwarz, Leute. Nicht bloß aus der Richtung. Lass mal hier. Kohlraberl schwarz. Leider.